ich mal wieder auf dem Bumsti Strache seine Facebook-Seite geschaut. Der postet ja da wie wild. Zum Beispiel, als ich von Beginn an der Krise diesen Euro-Ausstieg Griechenlands und Portugals gefordert und als einzige Lösung gesehen habe, den Schaden zu begrenzen und darüber hinaus SPÖ, ÖVP und die Grünen aufgefordert habe, antreten zum Einbürgerungstest. Und noch ein tolles Posting habe ich gefunden. Auch wenn es der Falter nicht sein lassen kann, die FPÖ wieder besseren Wissens in die Nähe von Korruption zu schreiben, na, den Rest können Sie sich denken. In die Nähe der Korruption. Na, der ist gut. Und ich möchte Ihnen das an einem kleinen naturwissenschaftlichen Experiment verdeutlichen. Das ist eine Tasse oder, wie wir in Wien sagen würden, ein Heferl. Und jetzt versuchen Sie einmal, die Tasse in die Nähe des Heferls zu rücken. Sehen Sie, es geht nicht. Das Strachische Gesetz. Identische Dinge kann man nicht aneinander annähern. Und deshalb hat er ganz recht, der Bumsti, es wird dem Falter nicht gelingen, die FPÖ in die Nähe von Korruption zu schreiben. Hat mich amüsiert, aber erregt? Nein, ich weiß nicht. Ich mag ihn ja insgeheim, den Bumsti. Naja, mögen ist vielleicht übertrieben. Vielleicht ist es ein bisschen Mitleid. Aber jedenfalls stecke ich nicht voller Hass. Nicht so voller Hass bis hierauf. Oberkante, Unterlippe, so wie der, die Repräsentationsfigur der Hasser unter uns, derer, die alles hassen, die alle hassen. Oder so wie Sie. Ja, Sie. Vielleicht nicht Sie persönlich. Vielleicht sind Sie ja eine von denen oder einer von denen, die nicht voller Hass stecken. Aber vielleicht doch. Möglich wäre es ja, weil ja viel zu viele ganz vollgefüllt sind mit Hass. Hass ist ja voll in Mode. Hassen ist total in. Wo man hinschaut, Hass, Häme, Niedertracht. Welches Postingforum zu welchem Thema immer man aufmacht, nichts als Hass. Nehmen wir nur diese Causa Natascha Kampusch. Irrsinnige profilieren sich auf ihre Kosten. Wirrköpfe machen einen geheimen Parlamentsuntersuchungsausschuss zu ihrer Bühne. Lassen Sie nicht einfach endlich ihr Leben leben. Und nicht nur irgendwelche Soziopathen aus der FPÖ oder der Polizei oder Biden. Ganz vorne ist da auch ein Herr Amon von der ÖVP. Dieser Herr Amon, immer, wie das mal ein intimer Kenner des ÖVP-Innenlebens formulierte, so schön formulierte, immer ergriffen von der eigenen Bedeutung. Und die elegantesten Leute machen da mit. Und wie die mittun. Legendär ist da der Ausspruch beispielsweise des Ex-Verfassungsgerichtshofspräsidenten Adamowitsch. Die Natascha Kampusch habe es im Keller allemal noch besser gehabt, möglicherweise, als alles, was sie vorher erlebt hat. Hat dem eigentlich schon mal jemand gesagt, wie man das so schön formuliert? In diesen eleganten Kreisen schämen sie sich ihnen. Ja, und die stimmen den Ton mit ihrem Geifer und aus den Internetforen schallt's zurück. Die soll zurück in ihr Loch. Was der angedichtet wird und wehe, sie weigert sich, ihr Privatestes ans Licht zehren zu lassen. Und das betrifft ja nicht irgendjemanden, der sich das ausgesucht hat vielleicht. Nein, eine junge Frau, die als Mädchen gekidnappt und in einen Keller gesperrt wurde, der ein Irrer ihr Leben gestohlen hat und die es dann doch wieder geschafft hat, auf die Beine zu kommen. Was ihr die Hasser nicht verzeihen können. Liebe Natascha Kampusch, glauben Sie nicht, die Leute sind alle so. Nein, die meisten Leute verfolgen mit Entsetzen, wie mit ihnen umgegangen wird. Sie sagen's halt nur nicht, weil sie selbst sprachlos sind oder weil sie einfach die Achseln zucken, weil sie nicht wissen, wie man gegen diese Niedertracht ankommen kann. Die Sibylle Hamann hat das in der Presse mit einer Wendung beschrieben, besser kann man das einfach nicht sagen. Die Leute dort draußen sind genauso wie ich, hat der Prikobil mal gesagt, für den Fall, dass Natascha Kampusch fliehen möchte und er sollte auf perverse Weise Recht behalten. Und Sie? Sind Sie auch ein bisschen so? Fragen Sie sich das mal in einer ruhigen Minute. Weil täusche ich mich oder sind wir heute alle zusammen recht schnell mit dem Hassen? Ein anderes Beispiel, ein ganz anderes Beispiel, das mir sehr unangenehm aufstößt, seit Tagen schon. Der Fall des deutschen, jetzt Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff, über den sich jetzt Häme und Hass ergießt, der zur Unperson stilisiert wird. Ja klar, er war offensichtlich geblendet von der Welt der Reichen und wollte da mitspielen in diesem Jet-Set-Leben. Hat sich mutmaßlich einladen lassen zu reisen auf ein Wochenende ins Hotel, Vorteilnahme, ein paar hundert Euro. Und die Sache mit dem Privatkredit, um sein 700.000 Euro Haus zu finanzieren, damit hat er ein bisschen Zinsen gespart, alles in allem so 7.000 Euro, unsauber.
Ja, klar, unsauber. Aber auch nicht die ganz große Korruption. Aber unsauber, ja. Und deswegen hat er ja zurücktreten müssen. Aber jetzt ist er eh schon zurückgetreten. Jetzt ist seine Karriere eh schon ruiniert. Und ja, nennen wir es so altväterlich, seine Ehre ist eh auch schon ruiniert. Muss man da jetzt auch noch ewig nachtreten? Nein, irgendwann mal ist es auch genug. Aber wenn der Hass mal in seinem Lauf ist, dann ist es überhaupt nicht mehr genug. Dann ist nichts mehr genug. Dann ist der Herr Wolf ein Unmensch. Dann muss der ein Unmensch sein. Und dann muss der absolute Bösling sein. Zum Gierwolf muss der gemacht werden. Auf den alle zusammen eintreten. Und seine ehrenwerten Vorgänger, die sind nicht zu seinem Abschiedszapfenstreich gekommen, damit man sieht, wie ehrenwert sie sind. Sie streifen nicht an so einem ehrlosen Gesellen. Wie mutig, wie ehrenhaft. Und ich weiß schon, viel von dem Zorn, der sich da jetzt ergießt, sind diesen 200.000 Euro geschuldet, die der jetzt sein Leben lang im Jahr kriegt und dass die auch noch ehren soll heißen. Aber Leute, dessen bürgerliche Existenz ist eh schon ruiniert. Da sollte er doch diese 200.000 Euro haben. Ist ja nicht so, dass der nicht auch Verdienste hatte in 20 Jahren Politik. Und ja, klar kann sich da die kleine Sozialhilfeempfängerin verschaukelt vorkommen, aber ich könnte mir auch verschaukelt vorkommen. Ich muss mich abrackern und kriege nur einen Bruchteil von dem, was der kriegt, ohne einen Finger zu rühren ab jetzt. Aber trotzdem, was bringt diese Kleinlichkeit? Macht sie die Luft besser? Verzerrt sie nicht auch unsere Züge? Immer wieder fällt mir da, wenn ich diesem gut gemeinten Hass begegne, dieses Gedicht vom alten Bert Brecht ein. Der hat da auf seine alten Tage geschrieben, etwas sehr Weises hat der geschrieben. Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Heute aber führen all diese medialen Aufschaukelungszusammenhänge, so scheint es mir, noch ein Stück mehr dazu, dass uns die Fähigkeit abhanden gekommen ist, die einfachsten Sachen auseinander zu differenzieren. Ja, da hat einer einen Fehler gemacht. Vielleicht vertritt er sogar Auffassungen, die ich nicht teile oder die ich sogar ablehne. Aber kann der andere Auffassungen hat und der Fehler gemacht hat, nicht auch integre Seiten haben, einen Charakter, dem meine Achtung gebührt? Aber natürlich kann er das. Diese Fähigkeit, ruhig die Dinge abzuwägen und zu einem maßvollen Urteil zu kommen, na, die ist heute ein Luxus. Und das hat viel mit medialen Aufschaukelungszusammenhängen zu tun. Die Aufschaukelungszusammenhänge gab es in den alten, den klassischen Medien natürlich auch, klar, aber die hatten dann doch einen anderen Taktschlag, eine Zeitung erscheint nur einmal am Tag, ein Magazin einmal in der Woche und selbst Boulevardmedien sehen sich doch gelegentlich dem Anspruch ausgesetzt, ihre Urteile auch irgendwie zu begründen. Aber das Netz hat da was verändert. Ein 140-Zeichen-Tweet oder eine knallige Statusmeldung, die verlangen nicht nach Begründung, sondern nach Zuspitzung. Und der Nächste, der einen Tweet absetzt, muss noch schärfer formulieren, um wahrgenommen zu werden. Und alle diese zunehmend aufgeregten Tweets, die bestätigen uns in unserem zunehmend schärferen Urteil. Und all das zusammen ergibt ein Hintergrundrauschen anschwellender Aufgeregtheit, in dem alle Proportionen verrutschen, das dann wieder auf die klassischen Medien zurückwirkt. Selbst bei dem Joachim Gauck haben wir das ja gesehen. Der hat ein paar Meinungen vertreten, die man mit Recht für sehr fragwürdig ansehen kann. Teile ich diese Meinungen? Nein, die meisten nicht. Manche, sage ich, kann man drüber diskutieren. Aber in dieser anschwellenden Aufgeregtheit schien es dann plötzlich, als wäre der Gauck der reinste Unmensch. Oder auch diese Aufgeregtheit um den Nico Pelinka. Bei aller berechtigter Kritik an ihm, an dem Vorgang, der ihn in den ORF hätte bringen sollen und an dieser Buberl- und Mädelpartie in der SPÖ. Aber was da an Bösartigkeit und Häme und Hass sich ab einem bestimmten Punkt über ihn ergossen hat, das ging doch sehr schnell über das hinaus, was man gutheißen kann. Überlegen Sie sich das mal. Woher kommt dieser Hass? Und Sie hassen ja gar nicht, sagen Sie jetzt. Ihr Zorn ist ja nicht blind, sondern gerecht. Er richtet sich ja gegen echte Missstände, sagen Sie. Ja, mag schon sein, aber hat nicht sogar dieser wutbürgerliche Zorn, der jetzt so modisch ist, seine dunklen Seiten? Gibt es da nicht auch eine Art von Maßlosigkeit? Oder sagen wir, die Gefahr einer Art von Maßlosigkeit? Ist der nicht billig? Und ist es nicht allzu billig, wie sich manche Leute diesen Zorn zunutze machen? Gar nicht heißblütig, sondern kühl kalkulierend. Wir sind wütend!
Wir sind wütend! Wir sind wütend! Also ich fühle mich unwohl mit all dem und nicht zuletzt deshalb, weil ich ja viele der Missstände, die da beklagt werden, auch teile oder vieles an der Kritik an diesen Missständen auch teile und vieles der Kritik an denen, über die sich die Häme ergießen. Doch denke ich mir, wenn ich diese Kritik anbringe, dann doch auch deshalb, weil ich denke, dass man all das besser machen kann, dass man die beklagenswerten Zustände ändern und eine bessere Gesellschaft meinetwegen vielleicht hinkriegen kann, eine, die gerechter ist oder demokratischer oder was weiß ich was, mit besseren Politikern, was sie mögen und mit mehr Intelligenz in der Regierung und auch in der Opposition. Aber fragen wir uns einfach mal einen Augenblick, wie sollen wir das denn hinkriegen mit Bürgern, mit immer mehr Bürgern, die vollgefüllt sind mit Hass, voll mit Hass bis Oberkante, Unterlippe. Eine Gesellschaft, die auch nur eine Prise lebenswerter ist, hinkriegen mit Leuten, die vollgefüllt sind mit Hass. Mit Leuten, die jederzeit bereit sind, auf jeden Zug aufzuspringen, der ihnen erlaubt, ihren Hass rauszulassen. Na, das wird schwer. Und die Krux ist ja, die Hasser glauben, ja, alle anderen sind das Problem. Alle anderen sind schuld, nur sie nicht. Aber in Wirklichkeit sind die Hasser das Problem. Und sie, hoffe ich, sie hassen mich jetzt nicht allzu sehr. Aber wenn, dann sage ich Ihnen, was Sie können. Das kann ich auch. Das kann ich schon lang. I love you too. Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. I love you.